Das Gesetz. Das Gesetz ist klar. Wenn das siebte Siegel gebrochen wird, reiten die vier Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen, Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die sieben Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich. Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Nun gut. Du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Dieser Beobachter ist an dich gebunden. Er wird deine Loyalität sicherstellen. Vergiss das nicht. Sonst werde ich deine Innereien beobachten. Genug. Erhebe dich, Krieg, und wappne dich. Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Darksiders. Ja, wir sind jetzt hier beim Feurigen Rat. Irgendwas ist schiefgelaufen. Angeblich gab es keinen Ruf. Die Siegel sind intakt. Wir sind aber einem Ruf anscheinend gefolgt und wollen jetzt unsere Unschuld beweisen. Machen wir das? Schaffen wir das? Chaosfresser. Die wütende Klinge dürstet nach Vernichtung. Und das Schöne an dem Ganzen ist, wir haben unsere Kräfte komplett verloren. Durch dieses Horn, was geschlagen worden ist, ne? Also was heißt geschlagen? Betätigt wurde? Chaosfresser. Kriegslegendäre Klinge. Sie wurde ebenfalls ihrer ursprünglichen Stärke und Macht beraubt. Klingengeisier. Dieser Angriff nutzt die Kraft des Chaosfressers und lässt um Krieg herum ein tödliches Fett aus Klingen entstehen. Ja, wir können sowas wie Magie, sag ich jetzt mal, anwenden. Hier nennt sich das Zornkraft. Also Zorn ist das dann. Die Seelen der Toten werden deine Währung sein. Einige Feinde lassen sich leichter kaufen als töten. Seelen sind hier Währung. Und werden noch den besten Händler überhaupt kennenlernen. Und habe ich schon gesagt, ich mag Beobachter. Ich mag Beobachter total. Werdet ihr merken, wie toll man den finden wird. Oder generell Beobachter.
richtig, richtig toll. So. Nehmen wir mal ein kleines Taschengeld vom feurigen Rad an. 200 Seelen. Ja. Es gibt halt verschiedene von den Farben her. Man sieht es unten schon. Blau ist halt eine Währung. Grün füllen Gesundheit auf. Und Gelb füllen die Zornesleiste auf. Suche den Dämonen Vulgrim auf. Nur wenige können sich seine Dienste leisten, aber vielleicht kannst du mit ihm handeln. Der Rat gibt sich jetzt mit Dämonen ab, ist das so? Als der Pakt gebrochen wurde, verloren einige Dämonen die Gunst des Zerstörers. Vulgrim ist einer dieser Verstoßenen. Er möchte schon seit langem eine Audienz bei uns. Wie lange bin ich schon hier? Anscheinend haben wir unser Ziel ein klein wenig verfehlt. Nicht so schnell, Reiter. Bis das hier vorbei ist, bist du ein Hund an der Leine. Wenn ich sage, gib laut, dann bellst du. Wenn ich sage, sitz, dann solltest du dich damit beeilen. Und wenn ich dich treten muss, solltest du vorher deine Zähne rausnehmen. Verstanden? Oder soll ich dir beibringen, wie man sich totstellt? Guter Junge. Und schon die erste Situation, die zeigt, wie kacke Beobachter sind. Finden Sie den Dämon Vulgrim. Ja, ja, ja. Ach, das ist ein brennendes Auto. Ja, rufen Sie den Beobachter. Ich kann ihn halt jederzeit auch rufen, aber er hält mich halt auch kurz, ne? Er ist kacke. Ich mag Beobachter einfach nicht. Und man hat auch gemerkt, dass Krieg eine Frage gestellt hat, der ihn der Feurige Rat nicht wirklich beantworten wollte. Wie lange ist er beim Feurigen Rat gewesen? Mal gucken, ob wir eine Antwort im Laufe des Spiels noch dazu finden werden. Sieht nett aus. Und deswegen ist es wichtig, mit Anführungsstrichen Gegenstände kaputt zu machen, weil man halt hier diese Seelen auch unter anderem kriegen kann. Nicht nur von Gegnern, sondern halt auch von Gegenständen. Da hat man ein bisschen mehr Währung und sowas parat. So, Doppelsprung können wir auch machen. Was ist hier? Ach so. Hä? Ach nee. Hier. Das ist immer noch... Ich kenne ja einige Spiele, an denen man so herumklettert, aber hier ist es immer irgendwie noch am coolsten mit Krieg. Weil er sich so lang zieht, das ist so. Nicht gut gemacht. Hier kommt das Begrüßungskomitee. Krieg, warum stellst du dich nicht selbst vor? Das einzig Gute am Beobachter ist, einige Szenen mit ihm sind halt sehr lustig. Kommen eigentlich von euch. Es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt irgendwie unendlich Gegner... danke. Nicht der Ball einfach mal runtergefallen. Das war definitiv so nicht geplant. Also es kommen nicht unendlich viele Gegner. So viel soll schon mal gesagt sein. Oh, ich liebe es.
Das fühlt sich auch immer so schön an von der Steuerung her, wenn man das betätigt. Nicht nur vom Aussehen her, sondern halt auch von der Steuerung. Das liebe ich immer, wenn das nicht so krampfhaft ist, sodass du immer so denkst, okay, da ist jetzt schon wieder so ein Dings, wo du hängen bleibst. Und da. Sondern es geht so schön flüssig über. Ach, sowas liebe ich einfach. Muss auch gleich mal, wenn ich die hier erledigt habe, mal ins Inventar gehen. Mal was nachgucken. Sind sie alle weg? Scheint so, ne? Okay, Inventar. Das gibt sogar die Welt. So, jetzt. Aber das war nicht das Inventar, was ich gekauft hatte. Ah, das ist es. Verbrauchsgegenstände und Zorn zu weisen. Wählen Sie eine Zornkraft oder einen Verbrauchsgegenstand. Legen Sie den ausgewählten Gegenstand auf eine freie Aktionstaste. Und drücken Sie dann mit LB und XYBA. Um den dann benutzen zu können. Deswegen, ich will ja den hier mal zuweisen. Und zwar mache ich den hier auf... Ah, denke ich. Verbrauchsgegenstand ist sowas, was uns heilt gerade. Gibt es aber auch verschiedene, die Zorn auffüllen oder Chaos dann später, wenn wir unsere Chaosgestalt irgendwann mal wiederkriegen. Ja, die Waffe. Ich meine, je öfter wir sie benutzen, desto mehr fühlt sich diese rote Leiste. Und dann kann man die halt verbessern oder aufwerten. Hier sind noch Artefakte, die man finden kann. Und hier gibt es Informationen über den Charakter. Verschiedene Dinge, die wir alle hier noch nicht haben. Und können auf jeden Fall auch Informationen. Findet man hier die ganzen Angriffskombinationen. Und ja. Dann nur noch so, solche Informationen. Wollte gerade sagen, ich mag die nicht. Und hin und wieder gibt der Beobachter auch Hinweise, wo man denn hin soll. Was jetzt so nicht offensichtlich ist. Kriegshandschuh leuchtet in der Nähe von interaktiven Objekten, zum Beispiel Kisten oder Türen. Drücken Sie B, um zu aktivieren. Ehrlich gesagt fällt mir das Leuchten nicht ganz so auf. Ah, das Leuchten, das blaue Leuchten? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist das, aber das sieht man halt auch so, ne? Gut, dass er sich noch nicht bewegen wollte. Ich wäre sonst voll erwischt worden. Hallo? Hallo, du hängst? Ist egal, ich kann mich ja fallen lassen. Ist ja nur, um wieder hochzukommen. Falls man nochmal hoch möchte. Ich glaube, ich muss auch nach oben. Ja, ich muss ja hier hin. Aua. Ei. Ausweichen, wie war das? Kriege ich gut hin? Merke ich. Ich merke es, wie gut ich das hinkriege. Aua. Ey, langsam reicht's mir mit dem Typen hier. Ja, lach du mal. Aua. Wie war das? Das ist blöd gemacht. Ach so, ich muss ja A drücken, stimmt. Ach, das war dieser Geysir übrigens. Ich habe ein bisschen verkackt. Lacht mir zu viel. Ah! Lass mich hier weg. Ich will da nur die Kiste öffnen. Aktion. Ah.
Ach, die kann ich auch einfach so töten. Das ist ja praktisch. Gut zu wissen. Bewerf ihn mit Stühlen. Ich find's lustig. Ah, jetzt hat er sich endlich mal von alleine explodiert. Das ist gut. So. Heilen wir uns mal. Diese Kisten sollte man auch immer erst öffnen, wenn man sich auch heilen möchte. Ich bin gerade ein bisschen irritiert wegen diesem Schatten. Ach so, deswegen. Oh, Objekte verschieben, ja. Anscheinend kann ich hier irgendwas verschieben. Dieses Teil, was so neben hinter mir ist, ne? Dass ich die viel einfacher so umbringen kann. Oh Mann, oh Mann. So. Das Lustige ist, man kann die auch nur hier in diesen unteren Bereich schieben. Also ich kann die zwar schön alles so hin und her schieben, das ist das Gute, dass man die so recht frei bewegen kann, aber ich kann sie hier nicht über diesen Hubbel hinaus verschieben. Klar, ich kann es noch... Ich will doch nur auf das Teil da drauf, genau. Hätte es noch ein bisschen näher ranschieben können, aber habt ihr gereicht. Mein Ziel übrigens ist auch, dass ich eigentlich so ziemlich alles einsammle, was es einzusammeln gibt. Ich möchte Upgrades einsammeln. Es gibt noch eine bestimmte Rüstung, die ich auch ebenfalls einsammeln möchte. Hier war doch noch einer. Aber gut zu wissen, wenn ich die so kaputt mache, kriege ich auch Leben dazu. Oh, hupsa. War mir nicht so. Ah, Mann! Ich bin ein bisschen zu ungeduldig. Ich gebe es ganz offen zu. So, jetzt ohne Ungeduld.